So, wir sind auf der Reise, wir sind in Österreich und gerade habe ich eine ganz besondere neue Erfahrung gemacht, die ich hoffe gar nicht so negativ für mich ist, weil ich nicht hoffe, dass ich überladen bin. Aber ich habe das erste Mal gerade ein Verkehrsschild gesehen, Achtung, automatische Wiegung auf der Autobahn, und man fährt dann automatisch über so eine, ja, sieht so ähnlich aus wie so eine Blitzung und eine Kamera dabei. Das heißt, man wird während der Fahrt gewogen und aufgezeichnet und bekommt dann wahrscheinlich ein Ticket. Das heißt, Wohnmobile, hier braucht man gar nicht mehr kontrolliert werden und angehalten werden, auf die Waage fahren. Das machen die hier in Österreich gleich automatisch. Also das ist eine Erfahrung, die habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Auf der Autobahn, man fährt automatisch über eine Wiegung und wird gleich fotografiert. Dann lässt sich ja alles genau kontrollieren, was für ein zuletzt Gesamtgewicht man hat und ob man überladen ist. Wie gut, dass wir meistens nicht überladen sind. Naja, was schnell geht. Spannende Erfahrung. Ich dachte, das wäre es wert, mal eben hier in den nächsten Film mit reinzubringen. Wir hoffen, dass wir weiterhin eine unfallfreie Fahrt haben. Wir sind auf dem Weg zum Wörthersee. Ja, ihr Lieben, wir sind in Österreich angekommen, ein bisschen gestaut, ein bisschen gefahren, aber dann waren wir in Klagenfurt. Ja, ein großer Stadtcampingplatz, der allerdings fast bis auf den letzten Platz gefüllt war, denn in Klagenfurt lief gerade an dem Tag, beziehungsweise am nächsten Tag, eine Laufveranstaltung, der Marathon durch um den Wörthersee. Den hätte ich natürlich gerne mitgemacht, war aber untrainiert und insofern war ich nicht in der Lage, auch spontan zu melden. Aber der Blick auf den See hat uns schon mal ein wenig entschädigt, auch wenn ich ein schlechtes Gewissen im Bauch hatte. Könnt ihr euch vorstellen, für mich als Marathoni eine Veranstaltung nur als Zuschauer ging natürlich gar nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist meine kleine Paterlitteria-Dame Chiara und natürlich meine Frau Lorena Taylor, bekannt als English Lady in Germany. Ja, ich hatte in der Tat ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwelche Läufer gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz, unsere Reise war ja keine Laufreise, also gucken wir uns einmal gemeinsam den Campingplatz an. Das Wetter war suboptimal, allerdings die Natur hat es natürlich benötigt. Bei so einem heißen Sommer mussten wir alle immer dankbar sein für jeden Regentag. Und insofern gucken wir uns zunächst einmal den Campingplatz an. Voll war er, gepflegt war er, teuer war er. Ein wirklicher Familienplatz in unmittelbarer Nähe. Über die Straße rüber ist man direkt am Wörthersee. Aber alles, was man braucht, schön, sauber, akkurat. Da gab es wirklich nichts auszusetzen. Guten Morgen, wir melden uns vom Wörthersee. Wir sind in Klagenfurt, gerade auf dem Weg nach Velden und wir haben einen kleinen Fotostopp eingelegt. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, sowas Schönes hier fotografisch festzuhalten? Der Wörthersee. Und jetzt geht's weiter nach Velden, nachdem wir eine ruhige Nacht auf dem Campingplatz der Stadt Klagenfurt hatten, auch direkt am Wörthersee. Lorraine, was sagst du? Ja, das ist doch mal. Das ist doch mal eine Aussage hier. Das sagt schon vieles.
weiter geht's. Die Serpentine lang einmal rund um den See. Wir sind in Richtung Felden unterwegs, aber ein kleiner Zwischenstopp bahnte sich noch an. Lorraine als Schloss am Wörthersee-Fan sagte, sie muss unbedingt die Kirche in Maria Wörth besichtigen. Alles waren natürlich echte Postkartenmotive. Lorraine hat sich gefreut, Chiara hat sich gefreut, denn sie, ja, für sie war alles neu. Das Wasser, der Wind, andere Hunde, andere Menschen, andere Gerüche. Spektakulär, und für mich wurde es in Maria Wörth gleich auch noch spektakulär, denn ich durfte etwas kennenlernen, was ich 1983 nur theoretisch in meiner Lehre mal von gehört habe und noch nie live gesehen habe. Das sehen wir gleich. Jetzt komm wieder hoch hier, jetzt ist wieder nass. Mensch, Hund! Und da stand es, ein Hotel. In meiner Lehre zum Restaurantfachmann habe ich darüber mal gehört. Es gibt Hotels, Motels, und das ist ein Hotel, ein rollendes Hotel. Ihr seht die kleinen Fenster. Jedes Fenster ist eine kleine Kabine, wo die Passagiere drin sitzen. Abends wird ein Zelt aufgebaut. Es wird gemeinsam gekocht. Und die Firma www.hotel.de ist die einzige auf der Welt, die dieses Patent innehat, und mit denen kann man tatsächlich die ganze Welt bereisen. So, wir sind weitergefahren und kommen jetzt auf den Stellplatz bzw. auf den Rastplatz in Felden an. Etwas am Rande der Stadt, man darf dort bis maximal 24 Stunden rasten. Achtung, wer länger als 4 Stunden den Platz verlässt, muss automatisch die gesamte Tages- oder Übernachtungspauschale bezahlen. Alles, was man braucht, ist vorhanden, und wir gehen jetzt erstmal runter zum Wörthersee in der Stadt Felden. Jawohl. Da gehen wir jetzt einen Kaffee trinken. Aha.
wem Ehre gebührt. Ja, mit dem Rolls-Royce wurden wir begrüßt vor dem Schlosshotel Velden. Aber ich muss euch sagen, wir sind da doch nicht reingegangen. Wir haben einen Kaffee direkt am Ufer getrunken. Ein wunderschöner Ort, kristallklares Wasser, der ganze Wörthersee ist toll. Auch Sportmöglichkeiten, Parasailing hinter einem Boot kann man dort buchen. Also für Geld kann man da alles kaufen und weil dort alles auch eine Spur teurer war, haben wir es dann dabei belassen. Wir sind dort nur mal ein bisschen auf und ab gegangen und haben uns entschlossen, nicht die Nacht dort zu verbringen, sondern weiterzufahren. Aber zunächst noch ein paar Impressionen und dann geht's zurück auf den Platz zu unserer nächsten Destination. Ja. Ja, wie schon erwähnt, wir sind 4 Stunden 15 Minuten in der Stadt gewesen, hätten somit die Gesamttagesgebühr zahlen müssen, haben aber Camper gefunden, die Nacht übernachten wollten, die die volle Gebühr übernommen haben und wir konnten mit einer kleinen Parkgebühr den gut ausgestatteten Übernachtungsplatz verlassen und unsere Reise ging dann weiter nach Italien, nach Triest.